Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr dicke Bohnen erntet und die auch am einfachsten verarbeiten könnt. Da gibt es einen kleinen Trick bei, und zwar drückt ihr die leicht runter und dreht die quasi ab. Das ist relativ wichtig, weil, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt, da ist so ein schwarzes Pünktchen. Das ist so der Kopf, und daran lässt sich die am besten öffnen. Und zwar so, dass ihr diesen Teil hier nach hinten wegdreht. Dann habt ihr hier so eine Lauflinie, und da lässt sich das dann sehr gut öffnen. Wenn ihr die geöffnet habt, dann wascht ihr die bitte einmal kurz ab. Und dann könnt ihr die blanchieren, ja, maximal 10 Minuten, ich mache es immer so 5-6 Minuten, in Salzwasser abseihen, und entweder lasst ihr die abkühlen und friert die ein. Das geht sehr, sehr gut. Also ich mache das immer mit einer satten Portion für das Weihnachtsfest. Oder ihr könnt die auch einkochen. Ich habe dafür ein Einkochgerät. Also ich gehe dann so vor, dass wenn die blanchiert sind, fülle ich die in Gläser um. In Schraubgläser nehme ich dafür immer. Die solltet ihr natürlich vorher bei 100 Grad im Backofen lassen, die sich gut desinfizieren, so 5 bis 10 Minuten drin lassen. Ja, dann füllt ihr die um und kocht Wasser auf. Das kann man auch in der Zwischenzeit gut machen. Und füllt, also ich nehme immer so pro Glas einen guten halben Teelöffel Salz, der kommt damit rein, dann kommt das kochende Wasser da drauf, und dann kommt das für 2 Stunden bei 100 Grad in den Einkochtopf. Das kann man natürlich auch gut machen, hält sich auch super, aber wie gesagt, also wenn ich nicht so viele dicke Bohnen wie dieses Jahr habe, dann friere ich die komplett ein. Da ich dieses Jahr eine sehr, sehr gute Ernte habe, werde ich die auf jeden Fall dieses Jahr auch einkochen. Ihr solltet gut aufpassen, dass ihr diese Stängelchen hier nicht verletzt, also die Pflanze selber, weil wenn die abbricht, dann wächst da nicht mehr ganz so viel. Und ihr seht schon, sind alle reichlich voll. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich habe da schon reichlich abgeerntet. Aber solange die nachblühen, also noch Blüten kommen, solange könnt ihr auch ernten. So, das war's jetzt schon mit dem Video. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst mir gern ein Like da. Ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dann wisst ihr immer Bescheid, wann ein neues Video kommt. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich über eure Kommentare immer und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Machen. Tschüss!